Trommelwirbel. Wir können kein Trommelwirbel machen, das hört man in dem Mikrofon nicht. Und ich will nicht drauf tipseln, weil dann wäre das nicht das Video, was es ist. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Und ich bin auch dabei. Der David ist auch dabei und ihr seht schon, ich habe geklatscht. Ihr seht schon, es ist ein bisschen anders, als ihr es vielleicht gewöhnlich kennt. Wir haben Mikrofone vor unserem Gesicht und wir haben nahe Kameras vor mehrere uns. Kameras. Damit ihr uns in die Augen schauen könnt. Es ist genau, glaube ich, jetzt 1,5 Jahre her, dass wir zusammen ein Format gegründet haben auf deinem Kanal. Ich glaube sogar schon länger, aber wir haben es auch schon sehr lange nicht mehr gefilmt. Das hieß Auf einen Kaffee mit uns, in dem wir zusammen berichtet haben, wie es uns so ergangen ist die letzten Wochen oder Monate und haben meistens so Erlebnisse aus unserem Leben beschrieben. Und die mit euch geteilt, genau. So die hinter den Kulissen Sachen, alles was so passiert ist. Und das wurde immer sehr gut von euch angenommen, aber es gibt jetzt einen kleinen Tweak. Genau, denn wir haben uns gedacht, warum können wir daraus nicht einen Podcast machen und etwas verbinden, was uns sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich über unsere Gefühle und Erlebnisse der letzten Wochen zu erzählen und das mit euch zu teilen und wir dann immer so schönes Feedback dazu bekommen haben. Genau, ich denke auch, dass wir das Format vielleicht einfach nochmal so ein bisschen ausarbeiten wollen und ein bisschen spezieller gestalten wollten. Und deswegen haben wir uns hier was Kleines überlegt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen oder erahnen können. Und zwar, ihr habt den Namen ja auch schon gelesen, wenn ihr auf das Video geklickt habt. Wir sind hier heute auf einen Café am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wir fanden genau. Das einfach sehr passend, weil ich glaube, wir kennen es alle, dass man sich irgendwann mal mit einer Freundin treffen muss, weil man kurz vorm Durchdrehen ist, weil man unbedingt einfach mal rauslassen muss, was man so erlebt hat. Und genau das machen wir hier. Oder einfach, wenn man eine Last mit sich getragen hat oder ein Geheimnis mit sich getragen hat, was man noch niemand anders mitgeteilt hat, dass man diesen Ort nutzen kann, um einfach mal seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Es soll nicht nur geweint werden, es soll auch viel gelacht werden, Geheimnisse aufgedeckt werden. Vielleicht haben wir auch irgendwo mal Gäste hier, die uns begleiten bei der ganzen Geschichte. Das wäre toll, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, aber damit das Ganze nicht so vorbereitet ist und der David und ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern müssen, haben wir uns was überlegt. Und zwar haben wir hier Karten vorbereitet, die Fragen auf der Rückseite haben. Und wir werden einfach immer eine dieser Karten ziehen, genau. Gucken, was da für eine Frage drauf ist, die wir beantworten müssen. Und dann werdet ihr hoffentlich Dinge erfahren, die wir sonst einfach nicht jedem erzählen, sondern halt im Café der besten Freundin erzählen würden. Ich finde das auch so spannend deswegen vor allem, weil jedes Mal ein helfendes Händchen. Oh nein. Helfendes ja. Händchen. Wie gesagt, ich finde es auch super spannend, vor allem deswegen, weil wir die Möglichkeit haben, jedes Mal etwas anderes zu erzählen und vor allem nicht jede Seite erzählt wird. Oh ja, genau. Heißt, die Frage wenn beantwortet eine Frage immer nur wäre, die zum Beispiel um das glücklichste Erlebnis der letzten Wochen sich dreht. Aber du hattest gar keins. Ja, aber dann dreht sich, dann erfahren auch die Zuschauer nur meine Seite oder deine Seite, je nachdem, wer die Frage zieht. Und nicht das, was du vielleicht erlebt hast. Genau. Das ist diese Variation, die ich ganz spannend daran finde. Wir haben ja jetzt hauptsächlich Fragen vorbereitet, wo wir dachten, die könnten euch interessieren. Aber ich bitte euch, wenn ihr euch das Video anschaut, schreibt super gerne mal unten in die Kommentare, wenn euch irgendwelche Fragen einfallen, die ihr spannend und interessant finden würdet, weil dann können wir die gerne in den nächsten Videos noch mit aufnehmen. Bevor wir jetzt loslegen, es sind genau 10 Karten. Heißt für jeden von uns beiden jeweils 5 Fragen. Bevor wir jetzt mit der allerersten Frage beginnen, ihr dürft das Video sehr, sehr gerne auch liken und dem Kanal folgen. Bitte, bitte. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, das ist kostenlos. Sonst erscheine ich auch hier nicht mehr, weil ich bin ja eine very important person. Hört, hört. Also, wenn ihr den David nochmal sehen möchtet, dann folgt gerne dem Kanal. Und ich würde sagen, weil du so eine very important person bist, darfst du gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Dann legen wir los. Okay, ich halte die jetzt einfach mal so vor, dann kannst du einfach eine ziehen, weil ich glaube, wenn wir dem helfenden Händchen eine entreißen, dann fällt er um. Ich habe Glück in der Mitte, bestimmt. Bestimmt. Oh. Spannende Frage. Geht ja schon mal gut. Ich lese in die Kamera. Was war in den letzten Wochen deine größte Herausforderung? Uhu, das ist eine gute Frage. Das würde ich auch gern wissen. Das ist immer so witzig, weil wir ein Paar sind und ja miteinander leben. Das ist spannend.
Es gab viele große Herausforderungen, aber ich glaube, so die größte war, die Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Weil wir in den letzten Wochen sehr viel gemacht haben, sowohl hier im Haus. Wann machen wir das nicht? Ja, aber es war irgendwie sehr viel. Also wir hatten hier im Haus wahnsinnig viel zu tun. Wir hatten beruflich wahnsinnig viel zu tun. Wir wollten unseren Pflichten als Eltern auch besonders jetzt in letzter Zeit noch mehr nachkommen. Ich finde es schön, dass du sagst, wir wollten ihnen nachkommen. Ja, klar, das war uns wichtig. Und wir wollten natürlich dann auch noch alles für den Urlaub vorzubereiten und für die Zeit, die nach dem Urlaub ist, wo du vielleicht später noch darüber sprechen willst. Vielleicht kommen wir noch auf das Thema zu sprechen, wenn ich die Frage ziehe. Die auch sehr wichtig ist für unsere Familie und da auch sehr viel dafür vorbereitet werden muss. Und einer der wichtigsten Gründe für mich in den letzten 6, 7, 8 Monaten, weswegen ich auch die beruflichen Entscheidungen getroffen habe, die ich getroffen habe, war, ich lasse nie wieder die Work-Life-Balance kippen, weil das bei mir dafür gesorgt hat, dass ich einfach krank geworden bin und mich nicht gut gefühlt habe in meinem Leben und meiner Haut. Und da spielte zum Beispiel Essen für mich eine sehr wichtige Rolle, mein Gewicht zu halten, so wie ich es gerne hätte. Ja, David und ich haben quasi genau die unterschiedlichen Probleme gehabt. Genau. Der eine, der das Gewicht verliert, der andere, der es sich raufgeschaufelt hat. Ja, und diese Work-Life-Balance in den letzten Wochen zu halten, war für mich, ich glaube, die größte Herausforderung. Ich habe es nicht immer hinbekommen. Es hat mich nicht jeden Tag glücklich gemacht. An manchen Tagen hat es gut geklappt, aber manchen nicht. Aber Wie ist die Ratio? Wie viel mehr hat es geklappt und wie viel mehr? Ich würde sagen, ich frage einfach Fragen, das gehört eigentlich gar nicht dazu. Aber. Dass ich eher weniger es hingekriegt habe. Also ich glaube, es sind eher so 40% Work-Life-Balance geschafft und die andere Zeit es nicht geschafft. Okay. Und was mir aber sehr viel geholfen hat, und das ist, glaube ich, auch so eine gute Weisheit, die man da so mit reinbringen kann, wenn man hier in dem Kaffee am Rande des Nervenzusammenbruchs auch Weisheiten bringen möchte und nicht einfach nur seinen Frust von der Seele reden möchte, ist, das als eine Phase zu betrachten und jeden Tag neu zu bewerten. Das ist wie bei den Kindern. Es ist alles eine Phase. Ja, und wenn man sich sagt, okay, heute habe ich es jetzt nicht geschafft, meine Work-Life-Balance zu halten, so wie ich es gerne hätte, aber morgen klappt's. Ein neuer Tag, eine neue Chance. Damit konnte ich dann ganz gut umgehen und so blicke ich jetzt positiver auf die nächsten Wochen, weil ich weiß, okay, da kriege ich es besser hin. Aber vielleicht siehst du im nächsten Video die Frage nochmal, dann können wir erfahren, wie es funktioniert hat mit deiner Work-Life-Balance. Also was war in den letzten Wochen deine größte Herausforderung? Die Work-Life-Balance. Ich finde es richtig verrückt. Wir machen das jetzt ja auch gerade zum ersten Mal. Ne? Ihr seid quasi live dabei, wie wir das erste Mal machen, dass ich einfach nichts dazu sagen darf. Ja. Das finde ich, das ist nicht gut für mich. Du darfst schon was dazu sagen, aber wir wollen deine Geschichte nicht hören. Was ist deine größte Herausforderung? Ich habe jetzt auch einfach gerade noch mal ein bisschen nachgebohrt. Machen wir das so? Findet ihr das gut, wenn man dann noch mal so ein bisschen mitdiskutiert? Ich finde das, glaube ich, ganz cool. Ja, so ein bisschen einsteigen darfst du schon, aber es ist ja meine Kaffee Geschichte. Ja, genau. Kannst du dir sagen, ob dir das aufgefallen ist oder ob du das bejahen kannst? Ich habe tatsächlich eher gedacht, dass deine Ratio wäre, dass du es öfter schon geschafft hast als nicht. Nee, leider nicht. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, es tut mir leid, dass ich da immer so rumfummel. David muss den Ton kontrollieren. Ich muss den Ton kontrollieren und das zieht mich immer so nach unten. Aber leg dir das doch hinter den Nacken, das andere Teil, dann zieht es nicht. Ich muss es ein bisschen mehr rausziehen. Ihr wisst jetzt, der David ist nicht mein Bodyguard, er überprüft den Ton. Genau, das nächste Mal haben wir Bluetooth-Kopfhörer. So, jetzt bin ich dran. Kabel. So, jetzt musst du mal ziehen. Aber gespannt. Darf ich jetzt, also hältst du sie bitte für mich? Ich halte sie handgepair, ich halte sie für dich. Was möchtest du, mein Schatz? Ich gehe einfach mal an den Rand. An den Rand, okay. Oh, das ist auch positiv. In die Kamera vorlesen. Was war der erfolgreichste Tag in den letzten Wochen? Oh, das ist einfach. Oh, das ist nicht einfach. Ach, voll. Also ich wüsste es sofort. Okay. Bei dir wüsstest du es sofort? Deine Entscheidung und deine Antwort. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der nicht so erfolgsgetrieben ist. Das meint man vielleicht gar nicht, wenn man mich nicht so kennt. Da meint man, ich bin wahnsinnig diszipliniert und wahnsinnig auf so Erfolg und Ziele aus. Ja. Bin ich aber nicht. Also ich bin tatsächlich eher so ein, ich lebe mal in den Tag rein, gucke, wie es mir an dem Tag geht und auf was ich Bock habe, Mensch. Ja. Deswegen schreibe ich mir irgendwie so Erfolge gar nicht so raus. Also keine Ahnung. Für mich ist schon erfolgreich. Da kommen wir wieder auf das Thema Work-Life-Balance zu sprechen tatsächlich. Mhm. Wenn ich es hinbekommen habe, an einem Tag
Es ist wirklich sehr, sehr basic. So, ich habe genug gegessen, ich habe genug getrunken, was ja für meine Gesundheit wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht wisst ihr es, wenn ihr mir schon länger folgt. Ich bin ja Migränepatientin. Wenn das bei mir irgendwie aus dem Ruder gerät, dann kriege ich Migräne, dann zieht sich das wie so ein Rattenschwanz. Also Essen und Trinken, die Kinder gut versorgen, was Frisches auf den Tisch stellen und nicht beim Pizzalieferservice. Aber hier bestellen. Steht ja, was war das? Das war der erfolgreichste Tag. Vor allem der erfolgreichste Tag. Der erfolgreichste Tag. Ich muss immer überlegen, was überhaupt in den letzten Wochen. Was überhaupt ein Tag ja, ist. Ja, und was war da was, überhaupt? Was habe ich da gemacht? Da bin ich nur rumgelegen. Das tue ich nie. Ich liege nicht nur rum. Nee, du hast ja nur gearbeitet. Aber ich glaube, tatsächlich ist das wirklich der Tag gewesen, an dem wir in Stuttgart waren. Ja, das dachte ich mir schon. Das dachtest du dir schon? Das ist, Ihr habt es, glaube ich, hier auf YouTube auch noch gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe auf Instagram ein bisschen drüber geschnackt. Also wenn ihr wissen wollt, was an meinem täglichen Alltag passiert, müsst ihr mir dort folgen, weil da bin ich jeden Tag. Aber ich habe einen Termin gehabt in einer Schönheitsklinik. Also ich habe mich nochmal beraten lassen. Schön bist du ja. Haben die dich da beraten, wie schön du bist oder wie die dich bewertet. Wie so eine Ratingagentur. Sie sind eine 10. Der Smiley 10. war nicht ganz grün. Nicht ganz grün. Der Smiley war so ein bisschen hellgrün. Genau. Ne? Nö, aber der war deswegen erfolgreich, weil ich komplett ohne Erwartungen dahin gegangen bin tatsächlich, weil ich einfach keine Enttäuschung erleben wollte und mit einem extrem positiven Gefühl wieder rausgegangen bin und quasi den Erfolg mitgenommen habe, dass ich eine Operateurin für mich gefunden habe. Also heißt eine Operateurin? Ärztin. Ja, oder? Ärztin. Ich habe eine Operateurin Ärztin klingt gefunden. So nach Motorsport. Ein Operator. Also ich habe eine Ärztin für mich gefunden, bei der ich mich wahnsinnig wohl fühle und mit der ich auch meine OP durchziehen werde. Und ich glaube, das war schon ein großer Erfolg, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die letzten Jahre. Also ich meine... Deine Entwicklung. Genau, ja. Ich weiß jetzt nicht, wenn Leute zugucken, die uns nicht kennen, ist das ein bisschen schwierig, aber dann müssen sie halt die alten Videos von dir angucken. Kann ja auch ein bisschen anschneiden. Ich habe vor 8 Jahren ein Kind geboren, dazwischen noch ein zweites geboren und seitdem ich meine erste Tochter habe, habe ich eine Bauchschürze, also hängende Haut mit Dehnungsstreifen. Hat mich nicht so extrem gestört, als unsere Große klein war. Es war eine krasse Veränderung körperlich und muss man halt irgendwie damit lernen umzugehen. Aber ich habe sehr viele Gewichtsschwankungen gehabt in den letzten Jahren und die Haut hat halt immer mehr angefangen zu hängen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, ich meine, mit Sport hat jetzt nicht so ganz funktioniert, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Vielleicht sollte ich da mal was dran machen, wenn es mich stört. Und es hat mich dann auch gestört. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, das machen zu lassen. Das erste Gespräch war komplett anderes, ja, als das jetzt mit meiner Ärztin, die ich jetzt gefunden habe. Also würde ich es schon als Erfolg bezeichnen, weil es quasi so eine neue Ära anschneidet. Ne? Also ja, es wird schon das viel kann man verändern. Total als Erfolg bezeichnen, weil es ja das erfolgreiche Ende deiner Suche war. Ja. Deiner Suche nach einer passenden Ärztin für die wichtigste Operation deines Lebens vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Bis jetzt, ne? Vielleicht kommt später noch irgendwann ein Bypass dazu oder sowas. Aber also ja, das ist wenn dann mir viel irgendwann wichtiger. Mal jemand das Leben rettet, nimm das nicht als Kritik. Ja. Nee, wobei, genau. Du hast schon andere wichtige Operationen, aber es ist eine wichtige Operation in deinem Leben, eine wichtige Veränderung. Genau, und ich freue mich wahnsinnig drauf, einfach weil ich mit der Ärztin ein gutes Gefühl habe. Also es ist bis jetzt, ich bin noch nicht operiert, also ich weiß nicht, wie es danach aussieht, aber bis jetzt ist das Erlebnis ein Erfolg. Schön. Schön, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Du bist wieder dran. Komm, ich kommt jetzt mal ein bisschen was, David muss mal auf die Tränendrüse was drücken. Was Deepes, ja. Ich habe doch schon was Deepes gesagt, ja, eigentlich, schon. Was Poetisches so. So. Oh, das ist, nee, das ist überhaupt, das ist ganz, die ganz andere Richtung, die ganz andere Richtung. Über was hast du in den letzten Wochen am lautesten gelacht? Oh, da bin ich gespannt. das ist jetzt, da muss ich eine Sekunde überlegen. Der hat nichts zu lachen mit mir, der Mann. Zu lachen hier. Ich werde den ganzen Tag schon. Ja, ja. Ich knebel dich. Es gibt eigentlich keinen so. Ich habe jetzt leider wirklich keinen so Moment im Kopf, wo ich so, wow. Der war so toll. Das war so witzig. Ich lache eigentlich sehr oft. Wir sind so zwischendurch Blödsinnmacher. Ja, also ich habe immer wieder mit dir Momente, wo wir uns irgendwas, einen coolen Witz erzählen und dann ist wirklich da kaputt lachen drüber. Musste man vielleicht dazu sagen, dass wir beide einen sehr
abgespaceden Humor haben. Ja, ne, einfachen Humor. Also wir haben einen einfachen Humor. Beide lachen sehr gerne über Flachwitze und dumme Witze und dummerweise auch, wenn, glaube ich, andere Menschen sich wehtun, so Fail-Videos. Außer Kinder, dann lache ich nicht. Aber. Und wir arbeiten ja jeden Tag miteinander zusammen und dadurch entsteht sehr viel, sehr viel Witz. Aber ich glaube, am lautesten und am meisten gelacht habe ich tatsächlich auf der Autofahrt heim von Stuttgart, wenn ich jetzt so die letzten 4 Wochen überlege, weil wir da das erste Mal seit längerem auch einfach noch mal so lange Zeit hatten, nicht nur über die Arbeit zu reden, sondern auch so über private Themen. Und da war so die eine oder andere witzige Situation dabei, da erinnere ich mich dran. Haben wir, glaube ich, 3 Stunden Autofahrt, nur wir zwei ohne Kinder, kommt ja auch nicht so oft vor. Das war schön, das war schön. Aber lautesten gelacht, I'm sorry. Ich würde die Frage jetzt gerne weitergeben, aber oh ja, schreibt ihr doch mal drunter, was ihr in den letzten Wochen am lautesten gelacht habt. Das würde mich interessieren. Dann haben wir vielleicht auch noch was zu lachen, wenn wir es lesen. Über was habt ihr am letzten Wochen am lautesten gelacht? Und das ist vielleicht, dann bringt mich das zum Lachen und das war dann der Das war's der dann. Moment. Dann seid ihr im nächsten Video drin. Der LOL-Moment. Oh mein Gott. Wie alt bist du? LOL, wirklich? Ich bin noch unter 30. Du bist überhaupt nicht unter 30. Lüg hier nicht. Ja. Okay, dann tut mir leid. I'm sorry. Nächste Frage. That's Your my turn. One. Hallo, ich muss dir ich schon wenden. Ich bin zu ungeduldig. Bist du ungeduldig? So. Ich muss fühlen, welche die gute ist. Es geht sowieso in die Hose. Nein, die will ich nicht. Die will ich. Oh. Was hast du in den letzten Wochen gemacht, auf was du stolz bist? Da sind wir wieder beim Thema. Ich bin einfach, glaube ich, ein zu bescheidener Mensch. Der David sagt, eine Charaktereigenschaft von mir ist, ich bin humble. Ich liebe das Wort humble. Ja, humble ist auch so ein schönes Wort. Also das ist ja bodenständig im Deutschen. Ja, das ist bodenständig so, klingt so komisch. Im Deutschen klingen generell die Wörter einfach schwierig. Manchmal. Humble ist ein schönes Wort. Ja, aber was bist du denn wirklich stolz, mein Schatz? Oh. Entscheiden Sie sich jetzt für Ihr Karriereziel. Was haben Sie? Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Ob Sie richtig stehen, sehen Sie, wenn Ihr Gehaltscheck ankommt. Nee, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, ich habe schon umgeändert. Ja, ich weiß. Oh je, oh, das ist wirklich schwierig. Ich bin einfach so ein, eigentlich bin ich echt so ein fauler Johannes, der so jeden Tag in den Tage reinstolpert und einfach mal guckt, was passiert und dann irgendwie am Ende des Tages auch schon gar nicht mehr weiß, was er gemacht hat. Ah ja, ich weiß es nicht. Was hat dich am meisten mit Stolz erfüllt? Oh, ich weiß was. Das ist total dämlich, aber gut, okay. Ich hatte, und das weißt du auch, was kommt jetzt? Okay, warte. Das ist einfach saudämlich. Ich hatte in den letzten Jahren doch immer panische Angst vor Bienen und Wespen und Hummeln und sowas. Ne? So richtig übel. Dass, wenn ich das Geräusch nur gehört habe von der, das ist eine Schlange, im Übrigen, aber egal, verraten wir keinem. Wenn ich das Geräusch nur gehört habe, vor allen Dingen im Jugendalter. Bist du geflohen ich und hast unsere Kinder, egal wo sie waren, stehen lassen. Ich habe mal den Kinderwagen mit der Mia drin stehen gelassen, weil eine Biene um meinen Kopf geflogen ist. David war da. Ja, alles gut. Aber ich hatte panische Angst vor diesen Tieren. Und wenn ich das Geräusch gehört habe, habe ich schon Schweißausbrüche und Panik bekommen. Was hast du gemacht? Weißt du, was ich gemacht habe? Was hast du gemacht? Ich habe mit unserer Heckensäge den Flieder geschnitten und der war voller Bienen. Also, und wenn ich das abgeschnitten habe, sind die ja alle geflogen. Jacqueline und auch zu ist selbstständig, mir geflogen. Mutter, schmeißt den Haushalt ein Business und schneidet Lavendelhecken. Und trifft sich mit wichtigen Persönlichkeiten. Aber wo sie am meisten darauf stolz ist, ist, dass sie eine Lavendelhecke mit einer Gartenschere geschnitten hat. Und auch noch elektrisch, ne? Sie wusste, wenn die da reinfliegt, die Biene macht zrrr, dann Nein, ist sie weg. Eben nicht. Die sind ja da. Ich habe ja unten an. In der Nähe von der Wurzel den Lavendel abgeschnitten und die sind ja alle hochgeflogen. Die fliegen nicht selbst. Aber ich hatte keine Panik mehr. Das ist auch wichtig für unsere Kinder. Wow. Okay. Alle haben jetzt gedacht, jetzt kommt so was richtig Deepes. Das bin ich stolz auf. Das habe ich geleistet. Das war tatsächlich meine größte Phobie oder Angst oder wie man das nennt. Meine komplette Jugend lang. Ich weiß noch, ich saß mal mit meinen Eltern auf der Terrasse. Als meine Eltern noch verheiratet waren, sind sie nicht mehr. Aber ist egal, ein anderes Thema. Off-topic. Saßen wir alle draußen und haben gegrillt und draußen gegessen.
Und dann waren da immer so viele Wespen und alles. Und die sind nur in die Nähe des Tisches gekommen. Und ich bin immer reingerannt und habe mich drinnen eingesperrt. Und es ging so weit. Oh ja, es gibt bestimmt einige. Und es ging so weit, dass meine Familie nicht mehr draußen gegessen hat, wenn ich mitgegessen habe. Das tun wir doch heute auch mal nicht. Aber vielleicht können wir es jetzt. Also ich bin auch stolz auf dich, dass du die Hecke geschnitten hast. Yay. Hab's geschafft. Give me the next question. Wow. Das war deep. Oh, ich kriege immer so deep. Ich hab dir lautes Lachen gehabt, ne? Ja, ja. Okay. Welche Chance hast du in den letzten Wochen verpasst, die du gerne genutzt hättest? Jetzt wird's deep. Ja, wir kriegen bestimmt noch mehr Besuch, weil wir Lichter anhaben. Wir haben noch so eine große Fliege hier, die ist am Rumpfen. Aber zurück zum Thema. Welche Chance hätte ich gerne genutzt, die ich nicht genutzt habe? Ungefähr 2 Monate her habe ich ein berufliches Angebot bekommen von einer Firma, einem Unternehmen, für die ich wahnsinnig gerne gearbeitet hätte. Mhm. Also als Filmer, selbstständig und für sie Filme gedreht hätte. Und ich habe Nein gesagt, aus mehreren Gründen. Paar waren privat, sehr privat. Da sehr kommen wir vielleicht privat. Auch irgendwann mal noch hier dazu, aber hat eben auch was mit dem Thema Work-Life-Balance zu tun gehabt und wie passt das in unser Leben heutzutage. Und die andere war schlicht und ergreifend, weil ich keine Zeit hatte, weil wir so im Job hier gesteckt haben. Wir sind hier so im Flow. Ja, da gab es einfach so viele Dinge zu tun. Aber das war tatsächlich was, wo ich danach, als ich dann diesen Anruf getätigt habe und dann da abgesagt habe und dann aufgelegt habe, saß ich erstmal so da, musste schon erstmal so schlucken, weil ich mir so gedacht habe, so puh. Das Gespräch war auch nicht sonderlich angenehm, ne? Es sind auch Menschen, mit denen du gerne gearbeitet hast. Weil die Person super nett war und super verständnisvoll, aber das war einfach so, okay, wow, du hast es jetzt echt gesagt, du hättest eigentlich alles in dir drin, hat die A geschrien. Das Geld hat ja gesagt. Nee, ach, scheiß mal auf das Geld. Das war auch so eine Prestige-Sache, ne? Ja. Das in meiner Vita zu haben, wäre einfach sau cool gewesen. Und es wäre auch nochmal so ein Einstieg für mich gewesen, in vielleicht fange ich dann doch wieder an, im Filmbusiness zu arbeiten. Mhm. Aber nope. Also ich habe dann einfach Nein gesagt. Und das war dann schon so ein bisschen okay, aber. Aber eigentlich ist es ja keine Chance vertan oder verpasst, Nein. sondern es war eine für dich als Mensch eine gesunde Entscheidung, sagen wir mal so. Richtig. Und man muss auch immer sehen, hätte ich das angenommen, wäre meine Work-Life-Balance, von der ich vorher gesprochen habe, absolut aus dem Ruder gelaufen. Noch mehr aus dem Ruder gelaufen, als sie jetzt schon aus dem Ruder gelaufen ist. Und der Termin wäre jetzt genau in der Zeit gewesen. Wo wir eigentlich gar keine Zeit haben, ja. Es ist halt auch, also ich glaube, mir sagt ja immer, es ist schwieriger, Nein zu sagen, als Ja zu sagen. Absolut. Und das ist in dem Fall einfach, kann ich einfach voll bejahen und dann vor allem noch, wenn man etwas machen würde, wo das Herz Ja sagt, aber der Kopf Nein sagt. Man sagt auch, man soll immer auf seinen Kopf hören, auf sein Herz hören, weil das ist das. Auf sein Herz. Herz hören, weil das ist das, was man letztendlich will, aber. Ja. Das ist der Kopf weiß so. Halt auch, ja. was das Herz nicht weiß, dass manche Dinge vielleicht auch nicht so gut dann auf lange Frist immer für das Leben sind. Thema Liebe, es ist dieselbe Geschichte. Manchmal ist die Kopfentscheidung die für dich langfristig gesündere. Und beste, ja. Ja. Na gut, aber ich werde jetzt nicht sagen, wer das war und für wen ich da gearbeitet hätte, weil das möchte ich nicht, aber. Darfst du auch, glaube ich, gar nicht. Das ist unabhängig, egal. Aber das ist das gewesen für mich, ja. Sehr interessant. Ich erfahre hier noch Dinge über meinen Mann. Sag's euch, er ist wie Paartherapie. Das ist, wie gesagt, das finde ich dieses Schöne an dieser Idee dahinter zu sagen, man erfährt sowohl über den eigenen Ehepartner Sachen, die man davor nicht gewusst hätte. Weil was heißt nicht gewusst? Ich meine, wir leben und wir kommunizieren sehr viel. Aber ja, wir kommunizieren sehr viel, aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die noch weniger miteinander kommunizieren. Ja. Und wenn man sich alle 4 Wochen einfach mal hinsetzt und sagt, hey, komm, lass uns mal über unsere Gefühle sprechen. Klingt wie eine Therapiestunde, aber das ist doch was tut Positives. Ja, auch gut. Ja, es tut gut, mit Menschen über seine Gefühle zu reden. Und was ist der beste Ort dafür? Das Café am Rande des Nervenzusammenbruchs. Genau, das Café am Rande des Nervenzusammenbruchs. Bitte schön, Matthias. Dann lassen wir die Hüllen fallen. Oh.
Wem hättest du in den letzten Wochen am liebsten die Meinung gesagt? Das ist die perfekte Frage für dich. Das ist die perfekte Frage für mich. Es gibt was, was ihr wahrscheinlich nicht wisst. Du sagst gerne anderen Leuten deine Meinung. Und zwar rund um die Uhr. Sehr gerne und komplett unverblümt, geradewegs und nicht durch die Blume, meine Meinung. Was mir schon sehr viele Steine in meinen Weg gelegt hat. Das hat mich schon den ein oder anderen Job gekostet. Just saying. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr schwer zurückhalten kann. Und da geht es nicht mal nur um meine Meinung. Also ich bin niemand, der seine Meinung aufdrückt. Nee. Aber ich habe das auch auf Instagram vor ein paar Tagen mal angeschnitten. Folgt mir da. Ihr erfahrt viel über mich dort. Ich kann ganz, ganz schwer mit so Ungerechtigkeiten umgehen. Und sobald ich nur so einen Hauch davon bekomme und der Mensch in meinem Umfeld ist, der sowas ausübt oder mir sowas antut, ist ganz gefährlich. Aber es reicht auch ganz schon, wenn gefährlich. Du eine andere Meinung bist. Ja, es kommt drauf an. Also naja, ich bin doch, jetzt nicht also so jemand, der da irgendwie, wenn er politisch eine andere Meinung hat, da auf Leute losgeht. Das bin ich nicht. Ja, so hat mich so ein bisschen jetzt auf dem richtigen Fuß erwischt, die Frage. Ja, tatsächlich bin ich ein Meinungsgeiger. Ich weiß auch ganz genau, welche Person das ist. Die meint, die hat mehr Recht als du? Nee, das ist tatsächlich eine komplett andere Situation gewesen. Ich habe es mir aber tatsächlich verkniffen. Es geht um meine Mutter, immer ganz schwieriges Thema. Und damit beiße ich auf die Lippen. Der Podcast endet hier. Wir sehen euch dann nächste Woche vielleicht wieder. Vielleicht auch nicht mehr, weil ich tot bin. Man weiß es nicht. Nein, deine Mutter ist eine ganz liebe Frau. Nein, nein, um Gottes Willen. Nee, darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, das kennen ganz viele von uns. Es gibt so eine, also es gibt irgendwann so eine Phase im Leben, da hat man so das Gefühl, so was das Denken angeht und das Handeln angeht, hat man seine Eltern irgendwie so ein bisschen überholt. Ne? Also so manche Ansichten. Du hast halt andere Ansichten. Genau, ja. So anderer Lebensstil. Und meine Mama hat viele gesundheitliche Probleme. Und das finde ich immer ist schon so ein schwieriges Thema. So, was würde ich tun, wenn ich in der Position wäre? Ja. Und was ist jemand überhaupt bereit zu tun, wenn er in der Situation ist? Und es ist nichts Dramatisches. Ja, also ist jetzt nicht so, dass sie an Krebs erkrankt ist und keine Behandlung möchte oder sowas. Da, glaube ich, wäre ich eingeschritten. Aber es gibt ja auch Dinge, die nicht ganz so dramatisch sind. Da war ich so eine Millisekunde davor, einfach so ein bisschen dem nachzugehen. So. Meinst du nicht, du solltest vielleicht doch noch mal überdenken, was du da machst? Und hast du es gesagt? Nein. Ich habe es mir, aber das bereue ich seitdem tatsächlich. Also seitdem denke ich mir jedes Mal, wenn ich mit ihr rede, ich hätte besser was gesagt, vielleicht sage ich auch noch irgendwann was, aber ja, das ist tatsächlich so eine Situation in den letzten Wochen gewesen, die ich noch heute mit mir rumschleppe, wo ich mir denke, ich würde anders reagieren oder ich würde halt andere Dinge tun. Und ich glaube, das kennen wir alle, oder? So mit Eltern ist immer schwierig. Das mit dem Meinung sagen ist einfach so ein Ding, da ist es die Kunst, dann die Klappe zu halten, wenn es unnötig ist. Bist du eigentlich nicht stolz auf mich, jetzt mal ganz ehrlich? Wie oft in den 11 Jahren, in denen wir zusammen sind, habe ich es geschafft, meine Klappe zu halten? Aber ich glaube, deine Mama und du, ihr seid beide sehr, sehr ähnlich, was das betrifft. Und ich glaube, du hast gelernt, dann Nein zu sagen und nicht, also deinen inneren Gelüsten nachzugehen und jetzt ins Telefon reinzubrüllen. Das ist nicht so. Mach das nicht so. Ja, also ich glaube, du hast da eine ganz gute Balance heute für dich hinbekommen. Und das ist auch ein Grund, warum vielleicht deine Mama hat das auch, hat diese inneren Konflikte vielleicht auch. Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was ich vorhin angeschnitten habe, irgendwann hat man so den Punkt im Leben, wo man selber erwachsen ist und vielleicht auch selber Eltern ist, wo man so auch anfängt zu vergleichen, was haben meine Eltern früher gemacht und sowas. Und dann zieht man da irgendwie so einen Schlussstrich, dann sind die Eltern nicht mehr einfach die Eltern, die alles wissen und alles können, wie sie es als Kind waren. Ja, vor allem in deinem Fall, weil du hast eine ganz andere Entwicklung gemacht. Also genau, aber bei mir war immer ganz klar, als ich Kind und Jugendlicher war, meine Mama, mein Papa, die wissen alles. Alles, was die sagen, ist richtig. In den Bereichen, und so wo sie ihr Leben leben, wissen, haben sie mit Sicherheit auch mehr Lebenserfahrung als du und wissen wahrscheinlich. Aber ich meine nur, wenn man dann irgendwann mal selber Elternteil ist und die einfach auch ganz anders mit manchen Dingen umgeht und wie du schon sagtest, ich habe ja auch ein komplett anderes Leben als Basis, als meine Mutter zum Beispiel hatte. Ja, total. Dann irgendwann ist man an dem Punkt, wo man einfach auch für sich sagt, okay, ich würde komplett anders damit umgehen und ich bin nicht derselben Meinung, aber das ist ihr Leben.
sie muss es für genau. sich selber herausfinden und sie muss es für sich selbst entscheiden und selbst wissen. Und dann geht irgendwie so ein bisschen diese Eltern-Kind-Stufe verloren, sondern sie ist ein Mensch, der das selber wissen muss und ich bin ein Mensch, der es halt anders machen würde. Ich habe das tatsächlich, oh, jetzt beantworte ich deine Frage, aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Oh. Ne, du hast ja deine Frage schon beantwortet, okay. aber ich kann das ja noch dazu sagen. Wir verzeihen dir. Ich habe das mit meiner Familie tatsächlich nicht unbedingt mit meinem Vater, auch tatsächlich nicht mit meiner Mutter, aber mit anderen Familienmitgliedern, wo ich dann da doch noch mehr so den Ratschlag annehmen kann. Ah ja. Mhm. Also es ist nicht unbedingt, es kann dann quasi sein, dass man sich so von seinen Eltern das Leben, die seine Eltern leben, nicht so leben möchte und nicht so lebt. Aber mit anderen in der Familie sich aber identifizieren kann. Mit anderen Leuten ja. im Umkreis, reicht ja auch Freundeskreis, kann ja auch mhm. sein, dass der ältere Freund, jahrelange Familienfreund eher das Leben lebt, was du lebst jetzt. Mhm. Und du dann daraus dann mehr deine Erfahrung ziehen kannst. Ja. Und dann eben nicht. Und deine Ratschläge, wie du gesagt hast. Dann ja. kommt es eben nicht zu dieser Situation, dass du andere Menschen verbessern möchtest mit deiner Meinung. Wobei, ich verstehe jetzt auch gar nicht, wie wir da hingedriftet sind. So. Sehr schön. Du bist nochmal dran, ne? Ich bin dran. Es ging schnell. Es sind ganz viele Fragen, nicht schon weg, ne? Es sind nur noch zwei Fragen für jeden. Das ist nur noch eine nach der. Oh. Oh, das ist richtig. Das wird jetzt richtig eklig kitschig. Also jeder, der... Dafür bist du prädestiniert. Das ist so Davids Metier. Ist okay. David ist so ein Kitscher. Das Wort gibt es definitiv Kitscher. Nicht. Ich bin ein Kitscher. Ich stehe in der Kitchen und kitsche. Sehr schön wär's. Ja, ich räume auf. Kochen, glaube ich, willst du nicht. David, seine Aufgabe ist hinter Zur mir. Zur Frage. Was hat dich in den letzten Wochen am glücklichsten gemacht? Wow, das ist prädestiniert für eine David-geht-deep-kitsch-Frage. Es ist relativ einfach beantwortet. Mich hat in den letzten Wochen am glücklichsten gemacht, zu sehen, wie glücklich du bist, als du diesen Termin hattest und für dich klar war, das ist der Weg, den ich gehen werde. Und jetzt wird alles, was ich in den letzten Jahren meinen Schultern getragen habe, verschwinden. Ja, so ein bisschen, ja. Und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Weil, also du bist ja nicht so der Mensch, der dann rumrennt und gar nicht. So, du bist auch wieder sehr ruhig und gelassen. Man merkt dir zwar die Freude an und du bist auch glücklich, aber da sprüht keine Euphorie aus dir raus. Aber ich merke halt, weil ich halt schon so lange mit dir verheiratet bin und schon zusammen bin, wenn du wirklich glücklich bist. Und diese Gelassenheit, die ich bei dir gespürt habe, die hat mich sehr glücklich gemacht. Weil das ist schön. Mein Gott, ich kenne ja deine Reise auch mit dem Körper. Ja. Und ich weiß ja auch viele Dinge, die ihr zum Beispiel nicht wisst, was während der Produktion von Videos für Kleine Kurvig passiert ist und wie du dich gefühlt hast. Naja, aber wie es auch hinter den Kulissen bei dir ausgesehen hat, während der Zeit, während du vor der Kamera versucht hast, die Body-Positivität auszustrahlen, die vielleicht die andere Frauen, die diese Videos jetzt anschauen, auch brauchen und du aber zwischendrin vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag hattest, wo du jetzt dich nicht in dieses enge Kleid zwängen wolltest und sagen wolltest, love your body. Mhm. Und wenn man diese Reise sieht, wie lang sie gewesen ist und wie sie auch mich, ja, ich bin ja auch Teil davon gewesen, ich mir keinen großen emotionalen Teil dazu schreiben will. Ich meine, das getragen hast, ist immer noch du. Emotionalen Teil, aber ich meine, du hast mit einer Frau gelebt, die zeitweise, auch bevor ich Klein und Kurvig gemacht habe, ja, auch bevor der Samuel auf der Welt war, sehr viel mit ihrem Körper zu tun hatte. Stimmt, da war es noch schwieriger für dich. Ja, also bevor ich den Samuel hatte, war es auf jeden Fall um einiges schwieriger, mit dem neuen Körper, sag ich jetzt mal, zurechtzukommen. Da hast du ja als Liebespartner, Beziehungspartner auf jeden Fall auch damit zu tun gehabt. Ja, total. Aber ich bin einfach, wenn ich das jetzt so betrachte, diese riesige Reise und dann sind wir dann nach Stuttgart gefahren und der ganze Tag war irgendwie so wie so ein Film. Wie ein Film, ja. Voll also krass. Und wir sind dann nur hingefahren zu dem blöden Beratungsgespräch. Ja, oh mein Gott, jetzt fast forward, ein paar Wochen, das sind dann übrigens nicht mehr alles, lang. Dann ist alles anders. Meinst du, ich werde dann vor Euphorie übersprudeln, was ich ja nie tue? das Maximum an
an Emotionen, was man bei dir bekommt, ist dann Tränen. Ja, ich heule dann. Du bist nie diese Ich bin auch nie so eine Kreischerin und Nee, das warst du nie, das wirst du nie sein. Das Maximum Emotion ist bei dir das Tränchen. Und ich glaube, das wird dann auch vergossen, vielleicht auch von mir. Oh mein Gott, stimmt. Wenn ich mich freue, bin ich voll die Heulsuse. Korrekt. Ich bin so eine glückliche Heulsuse. Aber ich finde, ja, also der Moment, der mich am glücklichsten gemacht hat, war der, als du da rauskamst und sagst, ja, das ist es und ich mach das die jetzt. Ist super toll und ich fühle mich bei der super wohl und die ist so, der vertraue ich und ich mache das jetzt. Und dann saßen wir da und sitzen im Auto und so, wow, und dann hast du auch noch einen Termin so zeitnah bekommen und wir waren alle so, okay, in 4 Wochen verändert sich dein Leben für immer. Zumindest dein Körper. Ich habe nicht mehr vor, noch Kinder zu kriegen. Ja, also ich habe gesagt, es wird kitschig, weil ich meine Frau sehr liebe und das mich sehr erfüllt hat. Jetzt gehen wieder die, wir lieben, alle brauchen, jeder, wie hieß der Hashtag damals? Alle brauchen einen David. Alle brauchen einen David-Hashtag. Könnt ihr gerne mal unten reinhauen, wenn ihr auch einen David braucht. Der gehört aber mir. Okay, ich bin nochmal dran, ne? Du bist dran. Ja, ich muss dir eine Frage geben. Mach die Finger weg. Ich will ja auch, dass es hier mal spannend wird. Okay, dann gib mir eine. Such du aus. Das, nee, das kann, das ist, ja doch, das wir müssen das erzählen. Das müssen wir erzählen. Ja, das müssen wir erzählen. Oh mein Gott, warum hast du das gemacht? Was hat dich in den letzten Wochen emotional am meisten berührt? Das ist so die völlig falsche Frage für mich einfach. Ja, aber sie ist übrig, also müssen wir sie beantworten. Okay. Ich füge mich meinem Schicksal. Also, ich bin kein öffentlich offensichtlicher emotionaler Mensch. Sagt man das so? Also ich trage meine Emotionen nicht nach außen. Ja, Menschen, die mich sehr gut kennen, also er, sonst niemand. Öffentlich hätte ja auch in diesem Fall sein können, dass du es nicht an deinen Zuschauer weitergibst. Ja, das sowieso nicht. Also sorry, Leute. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon 6 Jahre, aber ich bin tatsächlich niemand, der mit seinen Emotionen hausieren geht. Ja. Liegt einfach auch daran, dass ich mich in der Jugend und Kindheit und auch Anfang Erwachsenenalter nie mit meinen Emotionen auseinandergesetzt habe. Also ich habe einfach nie, auch nicht gelernt, in Worte zu fassen, was ich überhaupt fühle oder was ich denke. Und dann kam ich um die Ecke. Und dann kam der Psychologe David um die Ecke. Oh mein Gott, weißt du noch, Erzählen Sie mich, wie Sie heute fühlen. Ich muss jetzt kurz erzählen ausschweifen, weil es einfach viel zu geil ist und dann beantworte ich die Frage. Aber weißt du noch, unsere erste gemeinsame Wohnung, ja? Da hatten wir ein Wohnzimmer mit lilanen Wänden. Da hatten wir eine ein Leoparden, Zebra, eine Zebra-Liege-Couch. Scheißes Loch. Ich glaube, es heißt Chaiselon. Das war jetzt voll, no offense, wir lieben die französische Sprache über alles. Chaiselon. Ich glaube, so nennt man es. Okay, bitte korrigiert uns, wenn wir das jetzt falsch gesagt haben. Jedenfalls war es eine Liege, die man so typischerweise bei Therapeuten findet, wo man sich komplett hinlegen kann. Die macht so ein Es war so ein liegender Sessel. Woohoo! Ja. Und warum erzählst du jetzt eigentlich? Weil er ein schreckliches Zebramuster hatte. Auf jeden Fall waren wir da frisch zusammen, vielleicht so 4, 5 Monate, als wir in diese Wohnung eingezogen sind. Diese Liege gelegt. Ich lag da eigentlich fast jeden Tag und der hat mich einfach ausgequetscht. Ich musste dann da liegen 2 Stunden lang und er hat immer gesagt, nee, also ich lasse dich jetzt nicht aufstehen, solange du mir jetzt nicht erzählst, wie das und das und wie hast du dich da gefühlt und wie das und das. Hat quasi einfach mein Therapeuten für meine ganze Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter mit mir, hat hier alles aufgearbeitet mit mir. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal gelernt, in Worte zu fassen, wie ich mich fühle. Krass, oder? Wie alt war ich da? 19. Yay, David, you go. Jetzt wollte ich gerade sagen, you go, girl. Ja. Rollenverteilung stimmt bei uns, ja. Auf jeden Fall, ja, habe ich das tatsächlich erst durch dich gelernt. Auch einfach, weil deine Familie so ist. Ja, bei euch geht jeder mit den Emotionen hausieren. Ja. Kommst du zumindest hin und dann im innersten Familienkreis. Ja, genau, ja, der Inner Circle. Ja, und seitdem ist mir auch die ersten Jahre nicht so einfach gefallen. Es hat lange gedauert, bis ich das überhaupt für mich selber konnte, so in Worte fassen, wie meine Emotionen sind und was ich überhaupt sagen möchte und vor allen Dingen die richtigen Worte finden, um auch zum Beispiel dich nicht zu verletzen in Beziehungsproblemen und lauter so Gedöns. Aber auch schwierig. Ich würde mal sagen, mich so die letzten... ja, ein bisschen schwierig, dich nicht zu verletzen, ne?
Aber ich würde mal sagen, so die letzten 1-2 Jahre bin ich echt gut da drin geworden, oder? Ja, du hast dich sehr geöffnet, ja. Es dauert immer ein paar Tage. Also wenn mir irgendwas widerfährt, nicht dramatisch, aber wenn irgendeine Situation ist oder mich irgendein Weltereignis beschäftigt oder irgendwas passiert, dann dauert es immer so ein paar Tage. Dann muss ich immer, dann rattert mein Gehirn. Oh Leute, das rattert und rattert und dann lege ich mir in meinem Gehirn zurecht. Wo kommt es rein? Welche Schublade sind wir? Und wie gehe ich damit um? An Jacquelines Gehirn, findet zum Thema zurück. Ja, genau. Ach so, ja. Auf jeden Fall, das war die Frage. Okay. Oh, wow. Hat mich sehr berührt. Warte, ich muss denken. Auf jeden Fall, weil der David mich gerade schon so schön nett darauf hingewiesen hat. Ich komme mal zur Frage zurück. Hat mich tatsächlich emotional am meisten berührt, wie unser Umfeld, also Familie, Freunde, ich habe es ja deiner Familienseite, meiner Mama, mein Papa, mein Bruder, unseren Kindern oder dem Mia zumindest, die ist ja jetzt schon 8, die versteht es so ein bisschen, erzählt, dass ich diese OP machen werde. Und einfach die Reaktionen darauf haben mich teilweise vollkommen überrascht. Also ich habe einfach gedacht, die Leute sind ein bisschen so ablehnender, keine Ahnung. Vor allen Dingen so auch deine Familienseite, die ja, was sowas angeht, überhaupt nichts damit am Hut haben. Ja, die sind eher alternativ und da hat noch nie irgendjemand irgendwas mit Botox oder sonst irgendwas zu tun gehabt. Und dass dann so eine Schönheits-OP kommt, die ja wirklich groß ist und ja, mich auch für ein paar Wochen... Sorry, muss ich anhaken, dieser Begriff Schönheit hat, das hat ja nichts mit Schönheit zu tun. Ja, es ist eine kosmetische Korrektur. Ja, die ja. Einen körperlichen, ich muss da mal so ein bisschen für dich in die Bresche springen. Defekt. Nee, weil das hat eigentlich in erster Linie was damit zu tun, dass es bei dir gesundheitliche Probleme verursacht. Ja, das sowohl ist halt einfach psychische störend. Als auch körperlich. Genau, aber dass sie da so krass verständnisvoll und interessiert waren und so überhaupt nicht dagegen. Also ich habe gedacht, da kommt wenigstens so ein, bist du dir da wirklich sicher? Und das ist doch bestimmt so und gar nichts. Weder was die Kosten angeht, hat kein einziger gesagt, das ist aber ganz schön viel Geld und bist du dir da sicher? Oder ja, aber dann bist du ja voll lang außer Gefecht und dann kannst du dich nicht richtig um die Kinder kümmern. Das hat keiner irgendwas gesagt. Die waren alle, wir können das komplett verstehen, wir haben dich die letzten Jahre miterlebt, wir wissen, was du alles gemacht hast, und ich wir glaube, unterstützen dich da. Jetzt hake ich mal ein, weil ich dir was erzählen will, was ich glaube, dass du gar nicht mehr weißt, dass dir gar nicht im Kopf jetzt mehr ist. Jetzt werde ich wieder emotional oder was hier. Das kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern für euch. Denn es ist zwar schon ein bisschen her, okay, da die Fliege, Achtung, denn es ist zwar schon ein bisschen her, aber als Jacqueline euch mitgeteilt hat, dass sie diesen Schritt mit der Schönheitsoperation machen möchte. Da stand noch nicht mal fest, dass ich es überhaupt... Wie gesagt, das ist, glaube ich, 8 Wochen her oder sowas um den Dreh. Vielleicht sogar schon länger, ich weiß gar nicht. Der Prozess bis dahin, dass du dich dazu entschieden hast, das zu jetzt machen und zu sagen und wie viel Gedanken du in den Kopf hattest, mein Gott, wenn ich das jetzt sage, dann ist all die Arbeit, die ich die letzten Jahre gemacht habe, dahin und die denken jetzt alle, das war alles nur Blödsinn und jetzt lasse ich mich operieren und es war nur geheuchelt, was ja alles gar nicht gestimmt hat. Nee, auf keinen Fall. Sondern es ist bei dir andere Prozesse losgetreten, dass du die Entscheidung getroffen hast, das jetzt zu machen. Aber dieser Moment, deswegen, das dich so berührt hat, als du dann dieses Video veröffentlicht hast und gesehen hast, wie viele Leute sich das angeschaut haben und wie viele Leute vor allem drunter ellenlange Kommentare geschrieben haben. Voll krass. Die ihre Geschichte geschrieben haben, ja. Um dich zu ermutigen, das zu machen und dass das alles, was du in den letzten Jahren dir da in deinem Kopf aufgebaut hast, die Angst, oh Gott, ich kann das nicht machen, weil... Weil ich die Leute enttäusche, ja. Du enttäuschst die Leute, du wirst als Heuchlerin dargestellt, du verlierst alles, was du dir aufgebaut hast, nur wegen der Entscheidung, die du gerne für dich machen würdest, weil es dich mittlerweile einfach auch psychisch belastet hat. Und dann sitzt du da abends und es kommt Ding, 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 und neues Kommentar, Positives. Nur Kommentar und Nachricht über Nachricht. Ich kann nicht sagen, sie hat sie alle gelesen. Oh ja, ich lese sie immer alle. Sie ist nicht ein Mensch, der gut kommentieren kann, also zum Faul. Ich kann meine Emotionen ist sie oft zum Faul und dann fällt ihr auch nicht ein, was. Ich schicke dann Smileys. Aber sie hat sie alle gelesen und das war was, was dich sehr berührt hat. Ja, auf jeden Fall. Das weiß ich. Aber das liegt da schon sehr lange her, deswegen. Aber ich habe gedacht, das passt ganz gut zu der Geschichte. Aber genau, das ist ja quasi nur die Reflexion
der Reaktion von unserer Familie. Wie dein Leben auf dich, auf diese Entscheidung genau, das, reagiert. Und das ist echt krass, wie du sagst, ich habe mir da, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang jetzt den Kopf darüber zerbrochen, was ist, wenn ich irgendwann mal an den Punkt komme, zu sagen, ich mag meinen Körper so, wie er ist und ich respektiere meinen Körper so, wie er ist, aber so, wie er jetzt ist, möchte ich nicht, dass er für immer bleibt. Ja? Ja. Also ich kann damit umgehen, dass er so aussieht. Es fühlt sich nicht geil an, dass er so aussieht. Es stört beim Sport, es stört beim Anziehen. Es ist einfach nichts, was ich für immer haben möchte. Was ist, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, zu sagen, okay, ich gehe den Schritt und mache diese OP, dann ist alles, was ich die letzten Jahre gesagt habe, in Frage gestellt. Und das wollte ich halt nie, weil ich genau weiß, dass ich ja nie was Falsches gesagt habe. Also ich habe immer das ausgedrückt, wie ich mich gefühlt habe. Was du in dem Moment gefühlt hast, ja. Genau. Als ich klein und kurvig gemacht habe, war das für mich das Beste, was ich hätte machen können für mein Selbstwertgefühl, weil ich mich einfach in der Rolle so wiedergefunden habe, ja. Mhm. Ich mochte das. Ich mochte mich ausprobieren und Kleider ausprobieren. Und auch wenn ich ein paar Kilo mehr hatte, mochte ich immer schön aussehen und mich anziehen. Und ich mochte immer schon Mode. Und ich, ja, das war nie irgendwie nicht so, wie ich es gesagt habe. Und ich hatte immer Angst vor dem Moment, wenn ich dann mal sage, okay, aber jetzt ist ein Punkt erreicht. Jetzt möchte ich einfach nicht mehr, dass es so weitergeht. Und das Feedback, was da kam, war schon emotional für mich, ja. Schön. War doch ein schönes berührendes Erlebnis der letzten Monate. Chucky und Emotionen, ey. Da werde ich gleich rot. Ich mach's jetzt selber, mach eh ne Minimiste. Nee, mach du. Oh, okay. Mal gucken, ob ich das beantworten will überhaupt. Das geht nicht. Das sind die Spielregeln. Es ist zwar kein Spiel, aber das sind die Regeln im Café. Ich habe die Regel fürs Café auch gestellt. Keiner kann einer Frage ausweichen. Was war dir in den letzten Wochen am peinlichsten? Oh, oh mein Gott, gut, dass ich das nicht gezogen habe. Thank you for nothing. Also generell bin ich ein Mensch, dem eigentlich viele Dinge peinlich sind. Und mir auch. Aber da ich kaum mehr unter Menschen bin, dank einer weltweiten Pandemie, ist mir nicht mehr so viel peinlich. Weil ich nicht mehr vielen Menschen, vor ihr ist mir nichts peinlich. Nee. Das ist eh schon wurscht. Um es mit den bayerischen Worten zu sagen, ist eh schon unserer wurscht. Familie. Was war mir peinlich? Kennt ihr das, wenn ihr eine, sagen wir mal so, eine bestimmte Untersuchung habt oder einen bestimmten Termin habt, wofür ihr bestimmte Teile eures Körpers hygienisch vorbereiten möchtet? Also bei den Frauen wäre dann wahrscheinlich noch Rasieren angebracht. Ich wollte gerade sagen, wenn man das möchte, rasieren, aber ich habe jetzt noch nie was oder, von ja, also so reicht Höhlenspülung auch, gehört. Nein. ich reicht ja auch sowas wie Zehennägel oder Fingernägel schneiden, also einfach nur so basic stuff. Mhm. Und ihr habt eigentlich an alles gedacht, aber einen elementaren Teil vergessen. Ist euch sowas schon mal passiert? Nee. Du bist damit allein. Ich hatte eine Untersuchung, wo ich einen bestimmten Teil meines Körpers entblößen müsste. Ja. Ist jetzt nicht so großartig und habe einen bestimmten Bereich gepflegt und habe einen anderen Teil vergessen. Und dann waren da ein paar Haare, die dann hätten nicht sein sollen. Für deinen Geschmack. Und ich konnte bei dieser ganzen Untersuchung nur auf dieses eine lange Haar gucken, was da abgestanden ist. Oh mein Gott, ja, das kenne ich tatsächlich. Und ich meine, meine Ärztin ist es ja völlig egal. Die haben wahrscheinlich schon alles gesehen. Sachen. Die ist eh wahrscheinlich erstaunt, dass es überhaupt so ist, wie es ist. Wie gesagt, ich konnte nur auf dieses eine Haar gucken. Und aber das Gefühl kenne ich. Ja, das nächste Mal musst du dann nochmal alles kontrollieren. Das ist wie wenn du zum Zahnarzt gehst und am Tag davor Knoblauch gegessen hast. Dann denkst du dir die ganze Zeit, oh mein Gott, du gehst irgendwie zum,
zum Orthopäden oder zu demjenigen, der sich die Füße anschaut, und hast nur eine, oder du hast nur die eine Seite, die Zehennägel geschnitten und die andere vergessen, aber das wäre dann schon echt. Das ist mir mal passiert. Ich hatte mal einen Frauenarzttermin und ich glaube, alle Mädels kennen das. Ich hatte Ballerinas an. Ballerinas ist so der Tod für Käsefüße einfach. Und dann muss man ja beim Frauenarzt immer diese scheiß Schuhe ausziehen, wenn man auf diesen Stuhl hochklettert, und meine Füße haben einfach so gestunken, dass ich es bis zu mir hochgerochen habe. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, oh mein Gott, die arme Frau. Okay. Aber ich glaube, sowas ist uns allen schon mal passiert. Auch gleich kurz vom Nervenzusammenbruch. Lass uns die letzte Frage machen und ja, dieses wunderbare Thema abschließen. Okay, ich kann die jetzt einfach nehmen hier aus dem helfenden Händchen. Welches Geheimnis hast du in den letzten Wochen für dich behalten? Naja, es wäre ja jetzt gespannt. Auch kein Geheimnis, wenn ich es jetzt ausplaudern würde, oder? Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe schon regelmäßig Geheimnisse, so die Kinder und ich vor dir und sowas. Haben das alle andere Mütter auch? Also bin ich da die Einzige? Oder so, weißt du, so. Aber ihr dürft dem Papa nicht sagen, dass ihr zwei Donuts gegessen habt und nicht nur einen. So kleine Geheimnisse habe ich schon öfter mal. Wow. Aber eigentlich fast immer mit den Kids. Aber so ein Geheimnis von jemand anderem, vor anderen, ich glaube, ich kenne zu wenig andere dafür, dass ich ein Geheimnis von jemandem habe. Wir müssen das nächste Mal die Fragen anpassen, weil wir irgendwie keine Geheimnisse haben. Wir sind ziemlich langweilig. Wir haben keine Geheimnisse. Also vor dir habe ich eigentlich keine Geheimnisse. Hast du nichts gemacht in unserem Haushalt, irgendwas, was du... Oh, vielleicht sowas kaputt gemacht oder so? Was hast du kaputt gemacht? Ich wollte gerade sagen, also ein Geheimnis von anderen, vor anderen. Was runtergefallen von mir? Oh mein Gott, ja, ich habe eins. Das passiert mir auch ganz oft und ganz regelmäßig. Ist auch eigentlich kein Geheimnis, weil du immer schon weißt, wer schuld bist. Aber kannst du dich noch daran erinnern, dass du diesen neuen grünen Pulli dir gekauft hast? Und du den letztens gefaltet hast und gesagt hast, Mann, jetzt ist der beim Waschen schon wieder eingegangen. Ja. Es war nicht die Waschmaschine, ich habe ihn aus Versehen in den Trockner gemacht. Das passiert einfach super oft, das ist eigentlich schon kein Geheimnis mehr. Das ist der Grund übrigens, warum ich keine Ambitionen bezüglich Mode habe. Ne? Ja, weil ich alles kaputt mache. Weil sie alles zerstört. Ich verwasche einfach alles. Aber so, also das auf jeden Fall, so Geheimnisse habe ich schon, aber so von anderen, vor anderen nicht, weil wir kennen zu wenig Leute, um irgendwelche Geheimnisse vor wem haben zu können. Ja, that's my secret. True. Ich verwasche deine Wäsche und ich habe deinen neuen Pulli eingehen lassen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, du verzeihst mir nochmal. Ich fand es sehr schön mit dir in unserem Café am Rande des Nervenzusammenbruchs. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie weit weg sind wir jetzt vom Nervenzusammenbruch? Nicht weit, nein. Nicht weit weg davon? Nein, jetzt doch, nicht ich schon. Ach so. Falsch verstanden. Ja, wir sind weit weg vom okay. Nervenzusammenbruch. Ich hoffe, ihr seid's auch, weil ihr euch ein bisschen bespaßt gefühlt habt. Schreibt doch gerne mal unten rein, wenn ihr noch Fragen habt, die wir damit einbinden können fürs nächste Mal. Vielleicht habt ihr irgendwas Cooles, was wir beantworten sollen. Und wir werden dieses Format und unseren Videopodcast alle 4 Wochen wiederholen. Also hoffentlich, es wird einmal im Monat auf einen Kaffee mit uns geben. Wenn ihr damit einverstanden seid und da Bock drauf habt, lasst uns das auch gerne wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen, weil die Leute machen es trotzdem nicht. Däumchen nach oben geben, dann wissen wir, dass es euch gefallen hat. Schreibt gerne was Nettes unten rein. Und ansonsten... Vielleicht beantwortet es dieses Mal ja auch. Ja, genau. Ich bemühe mich. Auf jeden Fall sehen wir uns dann spätestens bei meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video anguckt. Oder anhört. Geht und ja bis jetzt bald. Auch. Und anhört, ja, genau. Das könnt ihr jetzt auch einfach nur nebenbei laufen lassen. Bis bald. Bis bald.